Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von The Crust. Und in der letzten Folge haben wir uns um die grundlegende Stromversorgung gekümmert. Und heute bauen wir eine Produktion auf mit den ersten Ressourcen. Viel Spaß! That's one small step for man. One giant leap. Hold the jokes, team. We got a lot of work to do here. So, jetzt steht hier Wasting Science Points. Das heißt, wir verschenken gerade. Das heißt, wenn hier oben Ausrufezeichen steht, verschenkt ihr gerade Wirtschaftspunkte, Forschungspunkte. Dann gehen wir am besten runter und dann sehen wir, okay, die haben wir schon gemacht. Was brauchen wir als nächstes? Ich würde sagen, ein Smelting Furnace. Es sind quasi Schmelzöfen, wo wir dann die Bodenschätze schmelzen können. Also erforschen wir das. Grün haben wir auch und dann würde ich sagen, erweiterte Lizenz Online-Markt nehme ich, weil dann, wenn wir den haben, können wir auch Ressourcen kaufen und verkaufen. Ja? So. Und fundamental wird jetzt ein bisschen dauern. Das seht ihr hier, gibt es dann das Medium-Solarpanel, einen Kraftstoffgenerator, den wir aber so noch nicht verwenden können dann. Upgrade für große Hydrokulturfarmen, das heißt, erhöht die Ausgrabungsgeschwindigkeit für die Abbaudrohnen. Drohnen-Upgrade für Oxid-Mining und automatische Reparatur. Also das ist, glaube ich, das, was wir dann eher brauchen, damit, also weil sonst kriegen wir bloß eine Meldung dann, wenn was kaputt ist. Hier, Achtung, muss repariert werden. Und dann müssen wir selber Drohnen hinschicken. Mit dem automatischen Reparatursystem werden die Drohnen automatisch hingeschickt. Ja, ist ein kleiner Vorteil. Großer Vorteil eigentlich, je mehr Geräte wir haben. So, also, wir sollten jetzt Forschung nochmal einteilen. Haben wir schon gemacht, ne? Passt. Jetzt müsste das hier oben gleich weggehen. Genau, jetzt geht das weg. Und wir gehen nach unten. Wir haben oben alles gebaut. Jetzt müssen wir als erstes hier unten das Drohnen-Konfigurationsmodul bauen. Kommen sie gleich runter, die Drohnen. Und bauen das. So, fertig. Das ist jetzt fertig gebaut, das Drohnenkonfigurator. Steht sogar drauf. Der braucht allerdings noch Strom. Also, schließen wir an. Hier haben wir wieder 10 Anschlüsse am Lift. Und baut am Anfang die Geräte unmittelbar in die Nähe hier, ja. Was können wir jetzt hier machen? Hier können wir jetzt einstellen. Ich gehe mal auf Pause. Wir haben insgesamt 8 Drohnen. Und hier unten können wir von den 8 Drohnen bis zu 5 Drohnen zum Abbau einstellen. Konvertierung in eine Bergbaudrohne. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Transportdrohnen. Ja, müssen wir warten. Jetzt hat es angezeigt. Seht ihr das? Noch 3 Transportdrohnen. Und 5 Bergbaudrohnen. Und dann gehen wir jetzt hier drauf auf Ausgrabungsmodus. Und dann können wir jetzt hier malen. Ja, malen nach Zahlen heißt das. So. Und da könnt ihr quasi einstellen, was die abbauen sollen. Wichtig ist, ihr könnt, glaube ich, 3 verschiedene Stufen machen. Also nach Wichtigkeit. Orange ist halt die höchste Wichtigkeit. Wenn er jetzt absetzt, ne, und macht das nochmal, wird dann schon gelb, das heißt, es ist dann weniger wichtig. Und wenn ihr nochmal absetzt, wird das dann so. Ich glaube, ihr könnt nochmal, genau, da wird es dann grün. Das sind die 4 Wichtigkeiten. Ja. Und in der Reihenfolge bauen die Drohnen das jetzt ab. Werdet ihr gleich sehen. Ja,
Ja, die bauen das halt der Wichtigkeit nach ab. Wenn man jetzt meint, oh, ich muss aber jetzt ganz dringend da hier das abbauen, weil mich das stört, dann kann man das mit Alt-Taste rot werben. Und passt mal auf, dann kommen die und fangen an, erstmal das Rote zu machen. Also die Priorisierung kann man eben so auch machen. Und das Erste, was wir jetzt bauen müssen, ist die Regolithpresse. Ja, damit da eben Baumaterial erzeugt. Wir haben noch 5, seht ihr das rechts? Wir haben hier noch genau 5 Betonklötze. Lass mal eins frei, dass die durchfahren können. Und stell das mal so hin. So, und das ist unsere ganze weite Welt hier, die wir abbauen können. Muss euch aber gleich sagen, ein bisschen spoilern, diese Fläche ist endlich. Also, auch wenn man meint, unterm Mond, ne, die ganze Oberfläche ist unendlich, nein, hier ist sie endlich. So, jetzt haben sie das auch gebaut. Da brauchen wir wieder Stromanschluss. Ihr könnt übrigens auch mit dem rechten Mausrad, rechte Maustaste, könnt ihr auch dann Förderbänder, Strom, Prioritäteneinstellung und Mining einstellen. So. So, und jetzt bauen diese 5 Drohnen, die bauen weiter ab, und die Transportdrohnen, die 3 Stück, die sammeln jetzt diese Steine auf und liefern die hier rein. Und hier drin wird jetzt in einem Turnus aus 10 Gestein für 2 Beton gemacht. Keine Ahnung, warum da intelligenter Beton heißt, es ist einfach nur Beton. Wir sehen aber hier Research Complete, das heißt, die Forschung ist schon wieder fertig. Ja, die grüne, nee, die gelbe ist fertig. Und da können wir jetzt einstellen, was wir noch machen wollen. Und zwar Untergrundabbau beschleunigt den Regolithabbau an Orten mit einer hohen Konzentration an wertvollen Ressourcen. Es gibt hier 4 Ressourcen zum Abbauen. Das ist einmal Eisen, Aluminium, Silikon und Titan. Und aus den 4 Ressourcen bauen wir alles weitere. Und wenn wir jetzt ein Titanvorkommen finden, können wir quasi da einen, ja, Untergrundabbau, einen Miner draufsetzen, ne? Und das ist eine Regolith-Refinerie oder Raffinerie auf Deutsch. Und dann können wir diese Steine dann auch, seht ihr nachher, in jedem Gestein sind verschiedene Rohstoffe drin. Und die können wir in Raffinerie quasi herausschmelzen. Das zeige ich euch aber alles noch, keine Sorge. Was wir jetzt brauchen, wir müssen erstmal rausfinden, wo sind denn welche Ressourcen, ne? Wir haben jetzt momentan nur diese Steine. Die haben so, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 8% von allen Ressourcen drin. Aber es ist halt ein bisschen wenig. Jetzt wollen wir mehr haben. Und dann sollten wir erstmal diesen Erzdetektor dann erforschen. Wo haben wir denn den hier? Dann schiebe ich den mal nach oben. Hier seht ihr schon, ne? Eine Drohne wurde gerade geladen. Ja, sind schon 58% voll. Aber wir haben auch schon den 10. Das heißt, es wird dann gleich wieder dunkel. Ja, wie schaut's aus? Noch 5 Tage brauchen wir. So, der Scanner ist gleich fertig. Jetzt werden wir nach einer anderen Forschung gleich gefragt. Da würde ich sagen, nehmen wir die Raffinerie. In der Zeit bauen wir unseren Scanner. Wo haben wir den? Hier. Ich würde sagen, den setzen wir erstmal hier zentral hin. Und ihr seht hier, ja, gelb heißt, die Ressourcen sind stabil. Ja, wenn sie nach unten gehen, wäre schlecht. Wir sehen aber jetzt hier, Beton geht nach oben. Das ist schon mal gut, weil wir erzeugen ja hier ständig Beton. 36 gehen rein, das heißt, sobald wir 36 drin haben, hört er automatisch auf. So, wir brauchen noch Strom. Wir haben natürlich jetzt nicht allzu viel Strom, deswegen zeige ich euch das nur mal im kleinen Stil.
Das ist der Scanner. Er verbraucht so 2 Strom im Standby. Wir können aber jetzt hier, ich sehe mal unsere Batterie, ne? 200.000 haben wir noch drin. Und jetzt können wir hier so richtig scannen und eine Rubrik auswählen oder eine Seite, wo wir scannen wollen. Und dann sehen wir hier, wie viel das an Verbrauch, an Stromverbrauch wäre. Das wären jetzt, ne, 27.000. Ich würde sagen, das kann ich mir leisten. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. So, 30.000. Gehen wir hier weiter. 35.000 würde ich sagen. Das mache ich, ne? So. Und jetzt scannt er da. Und dann sagt er, oha, wir haben Eisen gefunden. Das ist wirklich zufällig, weil bei jedem Spiel sind die Ressourcen anders verteilt. Hängt auch ab, wie viel oder welche Startschwierigkeit ihr gewählt habt. Ja? So, jetzt können wir hier drauf gehen und dann sehen wir, ne, okay, hier haben sie noch was abzubauen. Ich will aber jetzt sofort dorthin. Also nehme ich die Alt-Taste und tue ja großflächig das abbauen, damit da quasi ein Miner hinpasst. So, und jetzt kommen die Drohnen. Den können wir jetzt in Standby schieben. Dann verbraucht er keinen Strom mehr. Ne? So, die Forschung ist schon wieder fertig. Geht relativ schnell. Dann erforschen wir das. So, wenn ihr hier was seht, das heißt, es ist ein Modul offline. Klar, der Scanner. Ne? Und manchmal seht ihr auch, wenn Geräte keine Ressourcen haben oder keinen Strom oder repariert gehören. Das seht ihr alles hier oben in den Anzeigen. Ne? Drohnen ist idle. Das heißt, 2 Drohnen stehen rum und haben nichts zu tun. Wahrscheinlich. Ja, genau. Wir gehen nur 128 Ressourcen rein. Die sind jetzt drin. Und jetzt haben die halt nichts mehr zu tun, die Drohnen. Bis wieder der Turn rum ist. Ja, nimm da wieder 10 raus. Die fahren wieder los, holen wieder 10 Steine. Und dann warten sie wieder. Und diese Drohnen hier, die bauen sich jetzt in Richtung Eisen. Research complete. So, wieder was fertig. Geforscht. Geht relativ schnell, ne? Da würde ich sagen, gehen wir hier auf die Multi... Ne, erstmal auf Förderband. Förderband ist wichtig. Und während das Förderband sich entwickelt, zeige ich euch mal einen kleinen Trick, was man noch machen kann. Wir haben ja jetzt hier den Scanner. Den aktivieren wir mal kurz, auch wenn Nacht ist. So, und wenn man den Scanner jetzt, ne, ihr seht ja hier, wie viel Strom das braucht. Wenn man jetzt so hier auch scannen will, dann seht ihr ja, die Hälfte des Bereiches ist ja schon erkundet. Ja? Das heißt, die Hälfte haben wir jetzt umsonst die Power ausgegeben. Deswegen reißen wir den mal weg. So, und wir haben jetzt hier Silikon und da kommt dieses Eisen gleich. Ja? Aber wir brauchen noch weitere Ressourcen. Und die kann man ganz einfach, oder was heißt ganz einfach, den Scanner hier in der Mitte bringt ja nichts, ne? Und dass man die Scanner möglichst weit außen hat, und zwar gibt es dann einfach einen Trick, was heißt Trick, aber so würde ich es machen, ne? Wir haben ja jetzt hier, die Roten sind ja da fast weg, ne? Also können wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen langen Gang hinter, würden nicht allzu lang machen, aber so ungefähr, in jede Richtung. So. Und da tun die Drohnen jetzt entsprechend weiter abbauen. In der Zwischenzeit brauchen wir ja Silikon und Eisen oder Stahl. Ja, ja, da müssen wir auch was machen. Da würde ich gleich mal was machen, dass man sagt, man hier, man kopiert mit Steuerung C, ne? Das haben wir ja schon gesagt in der letzten Folge. Und mit Shift gedrückt halten könnt ihr quasi die hier setzen. Ich empfehle, ehrlich gesagt, immer 2 Solaranlagen für eine Batterie. Das haben wir hier. So, und dann kann man hier die 10. Die schließen wir jetzt hier an. Und wichtig, ja, kann man da nicht anschließen. Dann muss man das wegmachen. Wichtig ist, dass Geräte, die nicht gebaut sind, die transportieren keinen Strom. Ja, ganz wichtig. Gut, das bringt uns jetzt für die Nacht nichts, aber wir haben gleich wieder Tag. Und da bauen wir jetzt... Research complete. Research complete. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh, die Landungsplattform ist fertig. Ich würde jetzt hier Hardrock Drilling machen. Das ist quasi, ihr seht es ja jetzt überall hier. Da sind harte Steine. Ja?
Und da sind harte Steine. Wenn man da drauf geht, da steht dort, harter Rock, Excavation requires Hard Rock Drilling. Ja, also braucht man dieses Upgrade, dass die Drohnen auch hartes Gestein abbauen können. Das erforschen wir ja gerade. In der Zwischenzeit bauen wir zwei Öfen. Die haben wir hier. Ja, ich mach das mal dahin. Und den anderen Ofen, ja. Muss ich halt relativ weit vorstellen, dass wir keinen Mast bauen müssen. Wenn es geht, schließen wir die gleich noch an. Der geht. Und der hier, der geht nicht. Okay, da brauchen wir einen Mast. Da warten wir aber noch. So, wir stellen jetzt erstmal hier Stahl ein. Und wir haben doch jetzt die Drohnen hier. Da gehen wir ein. Hier bei dem Oxid. Ja, da müsst ihr jetzt noch kein Miner draufstellen, sondern die Drohnen bauen das Oxid direkt ab. Und liefern das dann hier rein in den Ofen. Und da der Strom hat, macht er daraus dann dieses Eisen. So, und mit dem Eisen können wir dann auch einen Mast bauen. So, wir haben aber jetzt weder Eisen noch Silikon, ne? Weil natürlich alles jetzt hier oben drauf gegangen ist. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Strom. Was ich auch noch baue, ist Lager. So, Förderbänder möglichst kurz halten, weil die kosten Geld. Die kann man nicht mit Ressourcen bauen, die kosten Geld. Aber verwenden können wir sie, weil haben sie ja schon entwickelt. Und ihr müsst immer einstellen, was da drin gelagert werden soll. Danach das Regolith, ne? Das Regolith geht dann hier rein, wird gepresst und die Betonsteine kommen dann in das Lager. So, das ist gebaut, können wir jetzt auch noch anschließen. Und da müssen wir jetzt auch noch einstellen, hier einfach, dass zwei Drohnen das Silikon abbauen. Oder Silizium heißt es ja, ne? Das ist nicht das Silikon für die Oberweiten diverser Damen, sondern das ist Silizium für die Solaranlagen. Und Silikon noch auswerten. So, und jetzt fahren sie halt das Oxid von da, das Eisenoxid dahin und das Siliziumoxid dahin. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen im Vorlauf, bis wir ja einige Materialien haben, ne? Ich denke, die Ressourcen sollten langsam reichen. Wir brauchen ja die Drohnen hier zum Abbauen. Die können wir ja nicht nur für die Oxide da verwenden. Deswegen setzen wir jetzt hier mal einen Miner drauf. Dann brauchen wir noch einen Mast.
Und wir brauchen neben den Miner noch eine Refinerie oder Raffinerie, ne? Setzen wir gleich davor drauf. Das gleiche machen wir mit dem Silikon. Oh, Raffinerie. Da haben wir schon einen Mast, da können wir die anschließen. Da schließen wir die beiden noch an. Strom daran, Strom daran. So, Förderband daran. Das gleiche hier. Jetzt müssen wir noch einstellen, was hier produziert werden soll. Lithiumoxid. Genauso hier. Halt, nee. Hier ist Lithiumoxid und der Eisenoxid. Und damit das Ganze auch gelagert wird, setzen wir davor jeweils ein Lager, beziehungsweise wir können das ja auch hierher setzen, so. Und dann müssen wir auch wieder einstellen, was gespeichert werden soll. So, die Priorität können wir rausnehmen, wir können aber trotzdem anlassen, dass der Dioxide hier reinwirft. Wenn wir noch irgendwo welche finden, kann er sie damit reintun. So, er produziert jetzt schön, aber wir brauchen natürlich noch Strom. Das machen wir gleich mal, dass wir quasi das Ganze hier kopieren. Und er baut immer in der Reihenfolge, wie es auch gesetzt wurde, ne? Machen wir hier eine Verbindung rüber. Ja, jetzt sind sie alle schön verbunden. Dann haben wir auch wieder jetzt 20 Solaranlagen und 10 Batterien. Sollten wir auch erstmal das nächste Stückchen hinkommen. Was wir jetzt noch machen können. Zum Beispiel hier, ne? Dann brauchen wir aber noch Strommasten. Der Mast ist voll, da holen wir uns da drüben noch einen. Und jetzt können wir eben dieses Tool hier aufrufen, Prioritätseinstellung, hoch, 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 ohne dass wir da rein müssen, ne? Und jetzt wird er zuerst diese Geräte bauen. So, bin ich gleich fertig. Und er hat auch gleich Strom. So, jetzt können wir scannen und seht ihr, wir sind quasi jetzt hier und vergeuden quasi keinen Bereich. Ne? Gehen wir mal in die Richtung hier. Diese seltenen Erden hier, das harte Gestein, das ist noch später wichtig. Und wir haben nochmal Eisen gefunden, sehr gut.
Lieber wären wir zwar allerdings Titan und Aluminium. Genau. Und Research complete. Research complete. Ah, jetzt haben die das Hardrock fertig. Ja, sie machen jetzt das noch. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch. Erhöht die Geschwindigkeit der Rohstoffgewinnung von Drohnen. Nee, hier, das, die Geschwindigkeit der Abbaudrohnen um 50%. So, und da haben wir jetzt quasi, das ist die grundlegende Produktion. Ja. Wir haben jetzt diese Steinpresse, ne, für das Regolith, dass wir da diese Ziegel rauskriegen. Wir haben jetzt Eisen, woraus dann Stahl gemacht wird. Und wir haben Silikon, wo dann dieses Silizium oder Silikon, nennen Sie es wie ihr wollt, ja, was daraus gefertigt wird. So, und wir haben natürlich jetzt die Gänge hier. Die werden wir jetzt dann in der nächsten Folge nach und nach erkunden. Ja. Und das war es wieder mit der heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video gerne eine Bewertung da lasst. Gerne auch die Glocke abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und wichtig wäre mir auch, passt euch die Länge vom Video, so 20 bis 30 Minuten, oder wollt ihr es lieber länger? Ja, gebt einfach Bescheid in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Euer Blacksat. Tschüss.